Hallo Freunde, wir sind jetzt in der Jahreszeit, wo draußen, wenn man unterwegs ist, ja, vielerorts die Mücken fliegen, fressen, vor allem auch das Zeckenaufkommen ist ja, extrem gestiegen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich für eine kostengünstige Variante für euch habe, um draußen ja, ruhig und ja, angenehm zu schlafen, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Heute hier aus meinem Hof. Es scheint zwar gerade ein wenig die Sonne, aber ansonsten regnet es schon den ganzen Tag und Gewitter ist auch angemeldet. Zum Filmen und zum etwas Vorstellen denkbar schlechtes Wetter. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze jetzt einmal hier in meinen Hof zu verlegen. Ja Freunde, was ich euch heute vorstelle, ist das COT Mounted Mosquito Net, also wie so ein Moskitozelt der britischen Armee. Ich habe es hier schon mal aufgebaut, den Aufbau brauche ich euch jetzt mit Sicherheit nicht demonstrieren. Das ist relativ einfach und selbsterklärend. Ich zeige euch ein bisschen das ganze Teil und erkläre euch ein bisschen was dazu. Und ja, dann könnt ihr euch entscheiden, ob das vielleicht etwas für euch ist. Ja Freunde, geliefert wird das Ganze in dieser Nylontasche. Ihr seht, es ist jetzt nicht unbedingt vom Packmaß relativ klein. Es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Also ich schätze mal so 1-2 Kilo hat das Ding schon. Was natürlich auch daran liegt, dass das Gestänge mit dabei ist. Und, Moment, natürlich auch, und die braucht man glaube ich jetzt nicht zwingend, da sind richtige ja, Metallheringe dabei, die sicherlich auch einiges aushalten, aber die kann man sicherlich durch Holzstücke ersetzen, Entschuldigung, oder entsprechend dann durch Aluminiumheringe. Dann ist dabei enthalten das Gestänge, auch verpackt in von einem Nylonsack, das hat natürlich schon ein bisschen ein Gewicht. Aber da zeige ich euch oder beziehungsweise erkläre ich euch auch eine Alternative und zeigen tue ich euch das mal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich das Moskitozelt dann auch draußen tatsächlich in der Praxis einmal teste. Von den Abmaßerungen her ist das Zelt 2,10 Meter lang. Knapp 1,20 Meter hoch. Und 80 cm breit. Das heißt, da kann auch locker ein 2-Meter-Mann drin liegen. Dadurch, dass die Wanne hinten so ein bisschen schräg nach hinten geht, hat man natürlich entsprechend einen etwas größeren Fußraum. Das ganze Zelt hat hier so eine Art ja, Canvas, gewachstes oder auch beschichtetes, so eine Canvas-Wanne. Ich denke mal, dass die jetzt nicht zu 100% wasserdicht ist, aber zumindest mal wasserabweisend. Die kann man nachhinein vielleicht nochmal wachsen bzw. imprägnieren. Und dann ist man auch von unten auf jeden Fall schon mal ja, durch Feuchtigkeit geschützt. Was gut ist an dem Zelt ist, wir haben ringsrum ja, diese Canvas-Wanne, die schon angesprochen, die ungefähr eine Höhe hat von ja, 25 cm und dadurch ist man hier auch nochmal, ja zumindest mal vor Wind geschützt und wie gesagt, man wird auch nicht gleich nass. So Freunde, jetzt zeige ich euch mal das Zelt ja, im Detail und fangen wir einfach mal außen an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Reißverschluss, einmal von der Bodenwanne bis hoch zum Ende des Moskitozeltes. Ihr könnt den hier aufmachen. Er ist auch leichtgängig, also er ist jetzt nicht hakelig oder so, das funktioniert hervorragend. Ihr habt hier unten dann die Möglichkeit, einmal die Wanne aufzumachen, einmal nach rechts und einmal nach links. Dann könnt ihr die Seitenteile hochrollen. Und habt hier dann nochmal die Möglichkeit, die dann festzubinden.
Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich hoffe, es hält. Weil mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Jawohl, das geht. Ja, ich finde es unsinnig, das Ding aufzumachen. Weil Sinn ist es ja, dass man geschützt wird vor Zecken, dann Schnagen, Mücken, was auch immer. Die sammeln sich natürlich tagsüber da drin. Dann mache ich das Ding abends zu und dann habe ich die Viecher drin. Also ich würde das Ding dauerhaft zulassen. So, dann werfen wir mal einen Blick nach innen. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon mal einen Schlafsack drin. Hier ist der Schlafsack drin der tschechischen Armee, also des damaligen Warschauer Pakts. Und das ist ein, ich glaube, 1,90 bis 2 Meter Schlafsack, ausreichend Platz. Dann habe ich hier unten einmal die Isomatte und darunter die BW-Faltmatte. Passt von der Länge und von der Breite alles hervorragend rein. Ihr habt hier an der Seite, wie ihr sehen könnt, nochmal ein Fach. Da könnt ihr dann eure Wertgegenstände, Uhr, was auch immer, Handy reinpacken. Und wenn wir einmal nach oben schauen, hier habt ihr nochmal so ein Netz. Da könnt ihr auch nochmal Zubehör reinpacken, was auch immer ihr wollt und braucht. Vom Aufbau her ist es eigentlich relativ einfach. Ihr habt hier zweimal diese Aluminiumgestänge dabei, die man sicherlich auch durch normale handelsübliche ersetzen kann. Man muss nur schauen, dass es dieselbe Länge hat. Ich habe mehrere bei mir hier liegen. Ich muss mal schauen, ob man die austauschen kann. Und dann habt ihr hier unten einmal eine Öse. Da wird das eine Teil reingesteckt. Dann habt ihr hier die Schlaufen. Hier nochmal diese Taschen, einmal diagonal angelegt, wo ihr das durchführt. Genauso auch auf der anderen Seite. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze hier wieder auch in diese Schlaufe reinzumachen. Ihr habt hier Ösen, um das Ganze dann abzuspannen. Und hier sind dann so Clips dran, wo ihr dann das ganze Moskitonetz bzw. Moskitozelt, Nacke rein, dann entsprechend abspannen können. Also vom Aufbau ist es relativ einfach. Da braucht man jetzt also keinen Ingenieurstitel, um das Ganze hier hinzubekommen. Ein weiterer Vorteil dieses ganzen Zeltes hier ist ganz einfach. Ich gehe hier mal ein bisschen näher ran, vielleicht kann man es ja erkennen. Und zwar habt ihr einmal die Möglichkeit, das Ganze auf einem harten Untergrund zu montieren oder dann auf das COT Service Code Bed. Das heißt, dieses ganze Moskitonetz ist auch möglich auf ein normales Feldbett zu bauen. Das müsste auch auf das BW-Feldbett passen. Ich habe schon Sprachschwierigkeiten. Und zwar sind dafür einmal diese Schlaufen hier. Dann könnt ihr das ganze Zelt am Bettrahmen festmachen. Und das habt ihr einmal hier. Und einmal hier. Und das Ganze geht dann einmal ringsrum, sodass ihr das auch fest montieren könnt, wenn ihr mal ein Feldbett mit rausnehmt. So, jetzt kommen natürlich die Buschkraftexperten und intervenieren und sagen, das Ding ist viel zu schwer, viel zu groß, viel zu sperrig. So, ihr habt hier oben nochmal eine Schlaufe. Diese Schlaufe ist normalerweise da, dass hier diese beiden durchgehen. Habe ich jetzt nicht durchgemacht, aus einem einfachen Grund. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Ganze hier an einer sogenannten Ridgeline aufzuhängen. Das heißt, hier einmal die Ridgeline durchfädeln, dann hängt das Ganze und dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze in der Höhe entsprechend zu regulieren. Klar, sackt das ganze Zelt natürlich ein bisschen in sich zusammen, aber man kann da drin immer noch liegen, man kann da drin immer noch schlafen. Wenn ihr unten entsprechend rechts und links die Böden abspannt, dann habt ihr unten noch ausreichend Platz. Ob das Ding jetzt oben ein bisschen tiefer hängt oder ein bisschen höher, ist eigentlich futzpiep egal. Und dementsprechend habt ihr auch die Möglichkeit, das ganze Moskitozelt auch aufzubauen ohne das Gestänge. Und dann spart ihr A, Platz und B, natürlich auch enorm an Gewicht. I'm so in love with you.
down again. Ja, Freunde, wir sind wieder am Ende angelangt. Heute habe ich euch einmal vorgestellt das COT Mounted Mosquito Zelt der britischen Armee. Natürlich hat das Zelt hauptsächlich den Einsatz in den tropischen Gebieten. Daher ist das hier auch sehr engmaschig und da geht mit Sicherheit nichts durch. Also Moskitos gibt es bei uns ja noch nicht, aber Mücken, Fliegen, Zecken, das bleibt alles draußen. Und dadurch ist natürlich auch die Wanne hier unten da, damit man auch, wenn man jetzt mal in tropischen Gebieten unterwegs ist, auch vom Boden her, was sind Schlangen, Skorpione, was auch immer da rumkreucht und fleucht, dass man da entsprechend geschützt ist. Ja, für die Jahreszeit glaube ich eine hervorragende Alternative zu den teuren Varianten, die ganzen Hammocks mit den ganzen angebauten Moskitonetzen und Zelte. Da ist man natürlich auch schon im Aufbau ein bisschen eingeschränkt. Und ja, hier hat man halt zusätzlich noch die Möglichkeit, das Ganze auch auf ein Feldbett zu montieren. Von den Maßen her, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, müsste das auch auf das normale BW-Feldbett drauf passen. Also daher finde ich das eine super Alternative. Und ich habe mir gleich zwei davon gekauft, weil ich hin und wieder auch mal mit Kunden rausgehe zum Training. Und die sollen natürlich genauso gut schlafen wie ich auch. Da schon mal Werbung in eigener Sache. Schaut mal auf meiner Homepage da vorbei. Ja, bezahlt habe ich für diese beiden jeweils, lass mich mal überlegen, 35,99 Euro, um ganz genau zu sein, 30 Euro plus 5,99 Euro Versandgebühren. Und Leute, ganz ehrlich, günstiger in dieser Qualität findet ihr mit Sicherheit draußen nichts Vergleichbares, ja, was die Stabilität betrifft, was die Verarbeitung betrifft und was diese Qualität betrifft. Ja, meine abschließenden Worte, die kennt ihr ja. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr vielleicht schon Erfahrungen habt, vielleicht auch Alternativen habt, schreibt einfach alles unten in die Kommentare rein. Ich bin immer bemüht, alles zu beantworten. Ihr wisst, einen Daumen hoch würde mich freuen, auch für den Algorithmus. Ne? Man möchte ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ein Abo, das wäre natürlich Granate. Und ich werde das Ganze dann auch nochmal praktisch testen, sofern ich dazu komme. Ich kriege maximal einen Overnighter pro Monat hin, also für mich selbst, ohne dass ich jetzt mit anderen rausgehe. Und ja, momentan fehlt mir einfach die Zeit dafür. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt heute auch mal hier bei mir in den heimischen Hof verlegt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass jetzt nicht die super Kulisse hier ist. Aber ich denke mal, das Informative sollte rübergekommen sein. Und ja, wie immer, bleibt mir bitte alle gesund. Und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.